Und, nimmst du nun teil oder nicht? Trag mich ein. Das ist nicht nötig, solange du... Kennen wir schon. Willkommen zurück zur neuen Folge. Tag, Grauhaar. Ja. Gegen wen soll's gehen? Ja, wir nehmen jetzt nochmal den Stotter-Matko. Ich nehme Stotter-Matko. Los! Kennen wir. Let's rock. Okay, jetzt die Strecke. Komm da dann wieder her. Okay. Warum stehen wir eigentlich so schief am Anfang? Blitze! So. Mal jetzt ein bisschen Need for Speed. Halt die Fresse, Matko. Matko kommt. Alter, wie hast du mich da eingeholt? Also Respekt, mein Lieber. Wie viel Energie da hat der Typ, ne? So, jetzt Endsprint. Als letztes Ziel. Ja, das stimmt. Boah. Hübsch, hübsch. Mit Pferden kennst du dich wohl so gut aus wie mit Monstern. Hier ist dein Gold. Und wenn du mal wieder Lust auf ein Rennen hast, komm vorbei. Also schön. Wer will noch teilnehmen? Nö. Demnächst. Irgendwann. Ich würde gern... Erst Herren des Waldes. Ah, Moment. Bevor wir jetzt irgendwie... Hier war die Startlinie, ne? Langsamer. Ich hab doch gerade. Ich glaube, ich weiß, was das für die Quest ist. Die würde ich jetzt gern erstmal wiederholen. Das müsste doch die mit der umgestoßenen Statue sein, die wir... Oder ich, besser gesagt, immer noch nicht wiederholt habe. Mein guter Junge, hab mir ja. Erbarm. Das kennen wir auch schon alles. Jo, ich helfe dir. Stellen die auf. Und dann schalten wir mal die Sammelquest frei. Ah, so hässlich. So hässlich. Fertig. Die gut. Hör mal. Gut, ich repariere. In diesem. Schon ganz blass. Deswegen nehme ich den mal mit. Sammelquest ist immer gut, ne? Gut. Das ist ein Nebenquestdruck, ne? Quint, Spieler in Wählen. Sammel sie alle. Wow. Ja. Ich würde gern wildes Herz machen jetzt, muss ich sagen. Ja, gut, das ist halt dauerhaft. Dauerauftrag wahrscheinlich auch so. Wildes Herz würde ich jetzt gerne machen. Achso, sorry, Plätze. Komm mal gerade zu mir. Komm, Mädel. Dicke, schneller. Reite hierher. Ja, das. Ja. Ach, du brauchst einfach zu lang. Wir sind eh schon Schwarzwild, wahrscheinlich die Quests machen. Dieser verfickte Kater. Gut, Kater bin ja nicht ich. Wildes Herz. Nielen. Ich suche einen Jäger namens Nielen. Er steht vor dir. Was willst du? Ich bin wegen deiner Nachricht da. Ich bin Hexer. Wann hast du deine Frau zuletzt gesehen? Vor 5 Tagen, vor Tagesanbruch. Bin zum Jagen. Sie hat noch geschlafen. Als ich zurückkam, war sie verschwunden. Ist dir was Seltsames aufgefallen? Ihr Verhalten vielleicht? Nein. Sie war fröhlich und glücklich, wie immer. Sie ist nicht weggelaufen, wenn es dir darum geht. Vielleicht ist sie ins Nachbardorf gegangen und hat vergessen, es dir zu sagen. Nein, meine Schwester war noch nie so lange weg. Habt ihr nach ihr gesucht? Wir haben im Dorf gefragt. Keiner hat sie gesehen. Sie muss los sein, als alle geschlafen haben. Ich habe ihr immer wieder gesagt, sie soll nicht alleine gehen. Sie hat nie auf mich gehört. Ich habe mit einigen Männern den Wald durchsucht. Nichts.
Ich werde im Wald suchen. Vielleicht habt ihr ja etwas übersehen. Ich frage auch herum. Hat sie Freunde? Hannah bleibt meist für sich. Manchmal passt sie auf die Kinder vom Schmied auf. Und im Dorf mochte sie Glenna, die Frau des Schlachters, am meisten. Danke. Ich versuche, sie zu finden. Kann aber nichts versprechen. Gut. Dann fragen wir doch mal die Nachbarn, ne? Wenn wir gerade schon mal hier so im Dörfle sind. Boah. Grüß dich. Bist du Glenna? Ja. Ich habe nur Knorpel und Innereien zu verkaufen. Aber du musst warten, bis ich alles zerlegt habe. Bist du die Frau des Metzgers? Metzger? Ich bitte dich. So könnte man ihn im Schatten der Mauern von Novigrad bezeichnen. Jetzt verkauft er Aas, tote Tiere, deren Knochen sich noch für die Suppe eignen. Kaufst du was? Nein, gerade nicht, sorry. Ich möchte mit dir über Hannah sprechen. Hab gehört, ihr wart befreundet. Manchmal kam sie vorbei und wir haben geredet. War sie in letzter Zeit seltsam? Weißt du, wo sie hingegangen sein könnte? Seltsam? Nein, so fröhlich wie immer. Ich denke, die Wölfe haben sie geholt. Die letzten Nächte haben sie geheult. Selbst die Männer des Barons haben Angst, herzukommen. Hannah muss in den Wald gegangen sein. Vielleicht hat sie Pilze gesammelt. Sie ist zu tief hinein. Die Heuler haben sie erwischt. Vielen Dank. Leb wohl. Gut, die hat uns jetzt nicht wirklich geholfen. Bitte, meine Herren! Schnell wie der Blitz! Flink wie ein Furz! Auf geht's! Oh, du hast aber einen schönen Anhänger. Einen Moment. Toll! Mein Papa macht Schwerter wie das hier. Darf ich mal anfassen? Besser nicht. Das ist scharf. Ich muss mit eurem Vater reden. Früher habe ich Schwerter geschmiedet. Jetzt sicheln und hacken. Gute Waffen findest du nur in Novigrad. Ich wollte mit dir über Hannah sprechen. Sie hat auf deine Kinder aufgepasst. Tante Hannah, weißt du, wo sie ist? Nein, deshalb bin ich hier. Hat sie euch gesagt, wo sie hingeht? Oder sonst irgendwas? Sie hat gesagt, dass Rüben gesund sind und wir sie essen sollen. Ich habe gesehen, wie sie in den Wald ist. Mit einer anderen Frau. Es war fast Morgen. Ich bin raus, damit ich das Bett nicht nass mache. In den Wald? Dann ist sie erledigt. Warum? Ein großes Rudel durchstreift die Gegend. Niemand im Dorf traut sich in den Wald, außer Nielen. Aber der ist ja auch Jäger. Kann ich nicht die Frage stellen? Wisst ihr, wie die andere Frau aussah? Hast du die andere Frau erkannt? Weißt du, wer das war? Nein, sie lief vor Tante Hannah. Ich konnte sie nicht erkennen. Ich hab nichts gesagt. Vielen Dank. Lebt wohl. Wenn ich groß Herz. Bin, werde ich ein Junge. So, guck mal, Leute, was haben wir denn hier? Die Leute hier Feiglinge sind. Nimmst du am Turnier teil? Ein bisschen ehrlicher Faustkampf, um die Lungen und Gedärme freizukriegen? Aber ich warne dich. Jonas kann sehr wild sein. Beißt auch gerne, verstehst du? Was meinst du? Ja, ich bin nicht dabei. Scheiß auf Kampfart. Na schön, mal sehen, wie wild Jonas ist. War krummel Jonas. Werde Zeuge der epischen Schlacht zwischen Jonas und dem Vagabunden. Hat aber bestimmt mal wieder Tatzenküsse geklick, klick, gewonnen. Oh, okay, doch nicht. Ah, Klick. Alter. Schlechte Idee. Ich konnte ihn nicht angreifen gerade. Ich komme hier nicht aus dieser Lücke raus. Au. Alter.
Komm her, du Drecksau. Ich häng fest. Ich kann nicht weg. Ah ja, okay, alles klar. Hallo? Kann ich wieder in den Ring rein? Oh! Nein, oh. Ich komme nicht mehr rein. Der hat mich rausgepackt. Oh. Ja. Toll. Super, ey. Angeblich kommt kein Monster in deine Zeit Nähe, zu sterben. Wenn du alle Öffnungen mit Knoblauch zustopfst. Aber wo bekommt man heute noch Knoblauch her? Aua! Ich kann hier nur rauslaufen. Der hat mich über die Linie geboxt. Kann ich die boxen? Komm schon. Jonas, hallo. Mach ich kaputt. Geht doch. Komm nicht rein. Ging nicht. Der Vagabund hat verloren. Wird er zurückkehren, um sich noch einmal mit Jonas zu messen? Ja. Jederzeit. Auch sofort. Deswegen sofort. Einen guten Fick. Warum so eilig? Ich will noch mal kämpfen. Gar kein Problem. Das war gegen die Regeln. Gibt es überhaupt Regeln? So, und diesmal hole ich mir mein Geld zurück. Kann losgehen. Eine weitere Kraftprobe! Ja. So, komm jetzt, gib's auf die Omme, mein Freund. Ah, endlich. Der Vagabund hat Jonas besiegt. Sehen wir da den Aufstieg eines neuen Meisters in Velen? Wer weiß? Du musst noch den Schmied aus der Taverne am Scheideweg besiegen und dann Fischfresser aus Lindenthal. Was der tut, kannst du erraten. Der frisst Fisch. Was guckst du so? Was guckst du so? Uns arme Leute nicht länger. Ach, sorry, ich wollte euch nicht bekoksen. Du gehörst nicht zu den Männern vom Baron, oder? Nein. Ich gehöre zu den Koksern. Der Hexer. What? Naja. Wir machen uns mal auf die Spur in den Wald. Denn man weiß ja nie, was man im Wald findet. Oh, ein Haus. Hallo, Haus. Hier ist doch der... Wie hieß der? Weidler? Weidler? Was haben wir denn hier? Friedhof. Ja, mit. Nicht bremsen, Geralt. Weiterlaufen. Wie so ein Speed tut sie. Come on, Geralt. Du hast es fast geschafft. Ja, genau. Was haben wir denn hier? Wölfe. Ach, no, ihr seid noch friedlich. Alles gut, ihr greift mich nicht an. Aber ich habe die Vermutung, dass wir da hin müssen. So leid es mir tut. Spiel gespeichert. Autsch, autsch, autsch. Oh. Dachte ich. Hexer? Was machst du hier?
Du solltest nicht alleine im Wald sein. Ich wollte dir nur sagen, du brauchst nicht nach Hannah zu suchen. Sie wäre längst zurück, wenn sie am Leben wäre. Ich bezahle dir doppelt so viel wie Njellen. Sag ihm einfach, dass seine Hannah tot ist. Willst du nicht wissen, was ihr zugestoßen ist? Ich mache mir keine Illusionen, Hexer. Wer in Velen so lange verschwunden ist, kommt nicht zurück. Hannah ist sicherlich tot. Njellen sollte diesen Verlust akzeptieren. Nach vorne schauen. Seltsam. Normalerweise wollen die Leute wissen, was ihren Angehörigen passiert ist. Um jeden Preis. Was sollte das nützen? Ich bekomme meine Schwester nicht zurück. Mir bleibt nur Njellen. Ich will ihn nicht auch noch verlieren. Er wird Hannah rächen wollen, auch wenn das sein Leben zerstört. Der Mann verdient Besseres. Ich weiß, was du vorhast. Du hast sie... Nein, sorry. Tut mir leid. Ich schließe meine Aufträge immer ab. Es stimmt, was die Leute über Hexer erzählen. Ihr seid herzlose Kreaturen. Ich glaube nicht, dass ich herzlos bin, sondern dass du herzlos bist, Kleine. Ich habe nämlich die Vermutung, dass du deine Schwester umgebracht hast und du die Frau bist, mit der sie in den Wald gegangen ist. Und wildes Herz, ja. Du willst nämlich Nilen für dich haben. Das vermute ich nämlich. Ja, seht euch das mal an. Seht ihr das? Alles voller Hinweise. Klauenspuren. Sie sind tief. Ein Hund. Das war kein Mensch. Schnitte von langen Krallen. Das Fleisch wurde runtergerissen. Langsam wird's interessant. Das meine ich aber auch. Warte, wir haben noch mehr. Ah ne, das sind einfach nur die Klauen, die noch angezeigt werden. Was haben wir denn hier? Erstmal so angucken. Das riecht nach einer verwesenden Leiche. Überall ist Blut. Naja. Das muss Hannah sein. In Stücke gerissen. Sprichwörtlich. Werwolf. Ohne Frage. Ich muss vorsichtig sein. Oh, fuck it. Aber dann haben wir ein bisschen gerechnet, ne? Werwolf. Blut und Pfotenabdrücke. Wohin sie wohl führen? Ich muss mal gerade speichern. Verdammt. Er ist auf den Baum geklettert. Da komme ich nicht drauf. Vielleicht finde ich sonst noch was auf dem Boden. Könnte man die nicht weg? Ne, die bleiben irgendwie rot. Ist scheinbar noch ein Bug. Naja, laufen wir weiter. Guck mal, da haben wir noch was. Ein Fellbüschel. Ugh, wer das verloren hat, hat eine Weile nicht gebadet. Oh, hinter uns. Bitte. Ein Geruch. Da vorne. Wo führt dieser Geruch noch hin? Ist das eine Markierung? Könnte eine Markierung sein. Ja. Wir sind gerade in die falsche Richtung gefolgt. Da lang. Finde das Lager des Werwolfs. Da geht's lang. Sein Lager. Da muss da vorne wahrscheinlich irgendeine Höhle sein oder so. Das klingt nach einem Bären auf jeden Fall. Das klingt gerade nach einem Bären. Aber wir sind mittlerweile wieder voll. Das ist sehr gut am Leben. Das ist eindeutig ein Bär. Kann es sein, dass die Schwester...
Alter, seht ihr diese Klauen hier unten? What the fuck? Was haben wir denn hier? Männerkleidung. Zerrissen, aber ohne Blutspuren. Wer reißt sich denn die Kleider vom Leib und lässt sie im Wald? Angst vor dem Bären hatte ich, keine Ahnung. Was ist das denn? Der zählt wahrscheinlich zu der Männerkleidung dazu. Alles Männerkleidung. Ich habe eine Vermutung, dass das da irgendwas ist. Sieht aus wie die Unterkunft eines Jägers. Einsame Hütte. Der Vorteil ist, hier können wir jederzeit wieder hinreisen. Das ist ganz gut. Gut, na dann. Eingang. Oh, okay, das ist eindeutig ein Jäger. Jetzt mal gucken, was du so hast. Ziegenhaut, ja, komm, mitnehmen. Vielleicht hat er ja was zu essen. Das wäre ganz von Vorteil. Essen und Getränken sage ich halt nicht nein. Und bei sowas natürlich auch nicht. Das kommt alles mit. Oh, da liegen Dokumente. Ich würde sagen... Oh, neue Armbrust. Cool. Die Dokumente sehen wir uns in der nächsten Folge dann an, ne? Wie verschlossen? Ja dann! Dokumente in der nächsten Folge. Freunde, vielen Dank fürs Zuschauen. Und wir sehen uns morgen wieder. Pünktlich 15 Uhr. Ciao.